Hallo, schön, dass du hier bist, hier auf Wireless Life Rocks, dem Kanal auf Roland Media. Ich bin der Roland. Wireless Life Rocks steht für mein Leben, wireless, kabellos, das heißt frei, ungebunden. Ich bin ja immer schon durch die Welt getourt und habe auf den schönsten Plätzen der Welt gearbeitet. Und seit 2 Jahren toure ich mit dem Wohnmobil durch Europa und arbeite online mit verschiedenen Projekten. Beschreibung von mir findest du unten in der YouTube-Beschreibung. Ja, heute zu Gast ist der Wilbert Wienemeyer, ein holländischer Freund, den ich hier kennengelernt habe in Sizilien. Der lebt nicht im Wohnmobil, sondern im Wohnwagen. Und ja, freue mich schon drauf. Bis dahin, bleibt dran, bis sich zuschaltet. Nicht vergessen, Kanal abonnieren, so noch nicht schon gemacht. Und natürlich das Video liken und teilen. Bis gleich. Hallo, lieber Wilbert. Servus. Schön, dass es klappt. Grüß dich. Ja, servus, lieber Roland. Sehr schön. Ja, für unsere Zuschauer, wir haben uns ja kennengelernt, eigentlich nur so, ja, nicht wirklich Kontakt gehabt, aber eigentlich in Apulien vor einigen Wochen schon und Ja. dann zufällig wieder getroffen auf Sizilien. Ja, so ist das. So ist das, ja. Gibt keine, oder zufällig getroffen, es gibt ja keine Zufälle im Leben. Ja. Wahrscheinlich nicht. Nein, so hat es für mich auch angefühlt. Ja, für uns, wir haben mittlerweile schon viele, viele gute Gespräche geführt, waren zusammen essen, haben Ausflüge gemacht. Wir machen es hier über Zoom, aber der Wilbert selber steht mit seinem Wohnwagen gar nicht so weit weg. Ich schätze Luftlinie 500, 700 Meter über dem Beach auf einem anderen Ja, ich Platz. könnte dir fast eigentlich sehen Genau, von genau. hier aus. Genau. Da sehe ich dann immer dein Riesenwohnmobil auf diese Felsen stehen. Genau. Auch steht er ganz vorne am Felsvorsprung, voll mit Ja. Spritzwasser, weil das ziemlich das Meer mal wieder heftig ist. Wilbert, Ja. aber es geht ja um dich. Sag mir lieber, du bist ja gebürtiger Holländer Ja. und hast dich entschieden, so sagst ja, kein reinrassiger Holländer. Ja, doch. Kann man auch hören. So ab und zu ist Deutsch ein bisschen komisch wahrscheinlich. Ja, alles gut. Ich wäre froh, wenn ich so gut Holländisch sprechen würde wie du Deutsch. Ja, das nächste Mal machen wir das auf Holländisch. Machen wir, Okay. Roland. Okay, lieber Wilbert, du hast deinen Job aufgegeben, deinen Wohnort und dein Haus aufgegeben in Ja. Holland. Was hat dich bewegt dazu, in einen Wohnwagen zu ziehen? Ja. Eine lange Geschichte. Ich weiß nicht, wie lange du hast, Roland. Ja. Aber ein bisschen in die Kurzversion. Eigentlich war schon lange sehr viel in meinem Leben nicht okay. Ich habe in meinem Arbeitsleben zweimal ein Burnout gehabt und zweimal fast ein Burnout. Das letzte war 2016, so in einer Managementrolle. Und dann habe ich entschieden, das muss anders, es geht nicht so. Ich habe mal einen einfachen Job genommen, in ein Hotel gearbeitet, aber dann war natürlich Covid und ja, keine Touristen mehr in Amsterdam. Job verloren, neuer Job gefunden, auch wieder wegen Lockdown, wieder Job weg. Und dann habe ich gedacht, ja, was mache ich dann eigentlich? Ich hatte schon vorher, ein paar Monate vorher, einen Wohnwagen gekauft. Und ich bin einfach in der Niederlande auf Campingplätze gegangen, so für 3 Monate. Sehr schön, es war kalt, aber mein Wohnwagen hat eine gute Heizung, so alles okay. Und da fühlt sich das schon ein bisschen freier an, weil in der Stadt mit alles, dieser Stress von Covid, es war eigentlich schön, so auf Campingplätze zu sein. Und wir waren eigentlich glücklich in den Niederlanden, dass die Campingplätze noch geöffnet hatten. So. Und dann war ich wieder heim und dann habe ich gedacht, ja, was nun weiter? Ja, wie viel Geld habe ich noch auf meiner Rechnung? Ich könnte auch einfach mal auch 3 Monate weggehen und dann mal im Süden. So, ich bin nach Portugal und Frankreich gegangen. Ich war im September wieder zurück. Ich habe natürlich nachgedacht. Ich könnte mein Haus verkaufen, aber nein, das ist meine Sicherheit, das geht nicht. Aber irgendwo hatte ich schon gedacht, könnte eine Lösung sein, weil es hat mir sehr gut gefallen, das Leben im Wohnwagen. Und dann, da wie gesagt, ich war wieder zurück in Amsterdam, hat es auch ganz, ganz voll gefunden und versucht dann mal die Entscheidung zu nehmen, verkaufe ich mein Apartment oder nicht. Und dann versucht rationell die Entscheidung zu machen, aber das hat nicht geklappt. Und dann eine Woche später war ich in meinem Auto und habe ich wirklich laut zu mir selbst gesagt, Wilbert, du machst nur einfach.
und dann ganze Haut, Träne und gesagt, okay, ich mache es. So, ich war wieder heim, Makler angerufen und dann ist es schnell gegangen. Das war so Oktober. Und dann am 1. Februar 2022 den Schlüssel von meinem Wohnung übergeben und Geld auf meinem Konto, kleines Wohnmobil gekauft. Ich habe so ein Mercedes Marco Polo, so Wohnmobil mit Küche, Hübdach, alles dabei. Und weil ich auch noch ein bisschen mehr Geld bekommen habe für meine Wohnung als erwartet, auch ein kompletter neuer Wohnwagen gekauft mit alles drinnen, so wirklich ein Tiny House. Das ist ein schwedisches Marke, das ist Kabe. Und dann am 15. Februar meine Wohnwagen abgeholt und seitdem angefangen zu leben. 16. März 2022 bin ich nach Spanien gefahren, Spanien und Portugal gemacht und ja, so hat sich eigentlich angefangen. Sehr schön. Du hast gesagt, ich habe also zwei Dinge, die mir so hängen geblieben sind, massiv bei mir. Das eine war das Thema Sicherheit. Gebe ich meine Sicherheit auf, das Haus, ja, gerade Ja. Wohnung, Sicherheit, das ist ein Aspekt, den ich mit dir besprechen möchte. Und da hast du gerade gesagt, vor 2 Minuten, und dann habe ich angefangen zu leben. Das hat sich. Ja, war, im Anfang war das natürlich auch, oh, es hat sich gleich gut angefühlt, aber da ist noch immer so diese Stimme. Ich habe nie meine Entscheidung bereut. Ich weiß, das war, ich sage noch immer, das war meine, also es ist meine beste Entscheidung in meinem Leben. Aber ja, so übergehen von so diese sicheres Leben nach eine neue Zukunft. Zwei Sachen sind dabei. Wie geht das denn alles? Und zweite, ja, mein Geld reicht nicht bis zu meinem Pensionierung. So, das ist dann mal schon ab und zu die Gedanke, ja, ich muss doch wieder etwas machen. Und was denn? Und dann wirklich versuchen, das Leben zu vertrauen. Das hat nur angefangen in diese Reise, das alles loszulassen und zu vertrauen. Es kommt gut. Und ich weiß, es ist immer gut gekommen in meinem Leben. Da war nie, ich habe nie unter einer Brücke leben müssen oder so etwas. So, das kommt gut. Aber wirklich, wirklich zu vertrauen, das kostet Zeit. Und ich kann eigentlich nur sagen, ich bin nur fast, ja, fast 2 Jahren unterwegs und nur die letzten 2 Monaten fühlt es sich wirklich an, wie ich möchte überhaupt nichts anderes tun. Es ist komplett, ja, sicher. Das ist sicher. Das ist natürlich auch eine neue Sicherheit, aber die ist komplett anders geworden. Das kann man nicht mehr vergleichen. Aber natürlich sind dann Momenten es ist nicht den ganzen Tag Party. Das ist natürlich das nicht jeder Tag. Da sind auch Momente, dass man sich scheiße fühlt. Aber das war in Amsterdam auch. Das hat sich nicht geändert. Absolut, absolut. Und das, was du auch gesagt hast, das ist natürlich auch so, man braucht mit sich selber ein bisschen Geduld, das ist so eine Übergangsphase, bis man sich an das Ja. Neue wieder eingewöhnt hat. Und dann ist das Neue dann die Komfortzone. Ja, das Ungewisse wird dann zur Komfortzone, weil man es einfach tut. Reden wir zurück jetzt, du hast gesagt, okay, ich glaube, für viele Leute träumen ja davon, von so einem Lebensstil. Ich sage selber immer über mich selber, viele Leute halten mich für verrückt. Dabei mache ich ja nur das, wovor die anderen Angst haben. Und ich denke, viele Menschen würden gern mehr Freiheit haben, haben aber auch Angst vor dieser Freiheit. Freiheit heißt ja eben, gewohnte Dinge aufzugeben, raus aus der Ja. Komfortzone, was Neues erkunden, was Ungewisses, heißt auch Eigenverantwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen. Ja. Wie ging es da in diesem Prozess? Ich denke, da geht man durch verschiedene Phasen durch in diesem Prozess, wenn man dann. Ja? Absolut, absolut. Da war auch ein bestimmter Moment, dass ich gedacht habe, das war das eigentlich so. Ich bin dann meistens so ein paar Monate weg und dann wieder in den Niederlanden. Mein Vater lebt noch, der ist nun 89. So ist auch mal gut, wieder mit ihm Zeit zu verbringen und dann wieder wegzugehen. Aber ich denke, letztes Mal war das wenn ich Oktober
2022 wieder weggegangen bin, dann hat sich im Anfang wieder angefühlt, warum mache ich das eigentlich? Ich gehe wieder nach Spanien. Kenne ich doch alles schon. Was ist es noch etwas Neues? So, im Anfang hat es sich nicht so gut angefühlt. So, ja, und was kommt da alles wieder? Mache ich dann wieder das Gleiche? Und dann habe ich auch so ein bisschen erfahren, dass alleine zu reisen, das ist auch schön natürlich, aber das auch so, das hat sich ein bisschen schwer angefühlt. Und ich bin nach Spanien gegangen und ich habe Freunde, die leben in Olot, das ist im Norden von Spanien, so 100 Kilometer oben von Barcelona. Und ich war da schon einmal für 3 Tage und ich habe nun gedacht, ich gehe mal einfach dort wieder und dann weiter in Spanien. Und das hat mir sehr gut gefallen. Da waren noch, die hatten auch noch andere Freunde und ich bin 4 Monate geblieben. Und dann war es richtig so eine Zeit, das hat auch komplett gestimmt. So, ich habe gefühlt, ich vermisse ein bisschen Verbindung. So, das war sehr schön, mit Leuten zusammen zu sein, aber in meinem eigenen Wohnwagen, auf dem Campingplatz, nicht bei ihnen zu Hause. Und es war wunderschön, wir haben wunderschöne Abenteuer miteinander gehabt. Aber nach 4 Monaten war es auch wieder klar, ich möchte gerne weiterreisen. Weil ich habe mich wieder auch überlegt, könnte ich in Olot leben? Vielleicht muss ich mal in Spanien. Aber das war alles zu schnell. Das war so, ja, dann habe ich wieder so, es ist alles gut hier. Aber ich war ganz noch nicht fertig. Und das Interessante war, dass ich da mal rausgefunden habe, ich möchte gerne weiter, aber in eine neue Verbindung mit mir selbst. So, das war eigentlich so ein Riesenschritt, dass ich dann sage, klar, die Verbindung mit mir selbst, die war noch ja, sehr, sehr, wie sagt man das, zerbrechlich, kann man das so sagen? Das ist sehr, ja, und dann habe ich auch herausgefunden, ja, wenn ich da nicht wirklich bei mir selbst zu Hause bin, mich sicher fühle. Und ich habe herausgefunden, eigentlich war das niemals nicht wirklich so. Das ist meine Arbeit nun. Ich versuche, die richtige Verbindung mit mir selbst, mit meinem Herzen, mit meiner Essenz zu machen. Solange ich das nicht mache, wird es immer suchen, suchen, suchen. Und ich habe auch herausgefunden, ich habe es ein bisschen geändert. So, es ist nicht mehr suchen, es ist untersuchen. Und dann wird es alles anders. Verstehe, Weil was du meinst. suchen ist dort. Ich muss Ja. irgendwo etwas finden, nicht hier, aber außen Außen, von mir, außen. Ja, wo die Lösung ist. ja. Und es geht nicht. Nur hier. Und dann hat sich dann. Das war eigentlich der zweite Schritt in meiner Entwicklung und auch mehr heimzufühlen bei mir. Und alles ist okay. Natürlich ist nicht alles komplett okay und da ist immer Arbeit zu tun. Aber das Schöne ist, wenn man so eine Reise macht und ich nenne das meine Soul Safari. Das habe ich das, weil ich möchte gerne so, ja, in meinem Seele auch eine Reise machen und eine Verbindung zu machen. Und nun weiß ich nicht mehr, was ich sagen möchte. Aber ja, so die neue Verbindung mit mir zu machen, hat auch alles geändert. Aber das geht nun, wenn man wirklich richtig Zeit hat. Absolut. Und ich habe auch gesagt, mindestens in 3 Jahren keine Arbeit. Ich möchte nur wirklich auf mich selbst, ja, untersuchen, observieren, was passiert da alles? Was sind da für meine Geschichte in meinem Kopf? Ich kann das voll Und nachvollziehen. Ich kann das voll was nachvollziehen, was du wichtig sagst. war, ist, dass ich dann auch rausgefunden habe, das war 2021, denke ich, dass ich bin hochempfindlich. Ich wusste das so ein bisschen, aber ich habe nicht wirklich kapiert, was das eigentlich bedeutet.
Und das hat so viel neue Einsichten gegeben. Das war für mich komplett wichtig. Ich kapierte wirklich, darum habe ich diese Herausforderung in meinem Leben gehabt. Ich war nicht auf dem richtigen Stelle. Ich habe so viel Impulsen, die ich bearbeiten muss. Ich muss einfach Ruhe. Und darum war ist diese Reise so perfekt. Dann dieser Stress von den Außenwelt und von Arbeit und alles und soziales Stress eigentlich ein bisschen weg dass das nicht mehr da ist, dann hat man wirklich alle Zeit zu observieren. Und das ist, und dann kann man heilen, richtig heilen. Absolut. Ich glaube, das ist auch ein großer Unterschied, wenn jemand sagt, man sieht ins Wohnmobil, in Wohnwagen, man gibt so die klassische Sicherheit auf, die man kennt. Und wenn man das alleine auch macht, ich habe es ja auch alleine gemacht vor 2 Jahren, dann Ja, ist weiß es ich, nochmal ja. ein ganz anderer Sprung. Man hat, oh gut, ich habe noch einen Hund dabei, aber im Sinne von Ja. ohne einen Partner, ohne Partnerin, ohne Kinder, wenn man das alleine macht, dann ist das nochmal ein viel extremerer Schritt. Von der Herausforderung her, aber auch im Positiven dann, weil wie du sagst, man hat Ja. viel mehr Zeit für sich selber und egal wohin man mit dem Wohnwagen oder Wohnmobil reist, es ist eine Reise zu sich selbst. Und deswegen finde ich Genau. schön, dass du das Soul Safari nennst. Es ist eine Reise zu sich selbst. Ja? Und man, also mir geht es auch so. Ich habe mich auf diesen letzten 2 Jahren viel besser selbst kennengelernt. Da war weniger Ablenkung. Klar, Ablenkung, man sieht trifft neue Menschen, neue Umgebung, aber man hat viel mehr Zeit für sich selber, sich besser kennenzulernen. Was will man? Wie du sagst, man untersucht Genau. sich besser selber und man sucht nicht beim Außen, sondern man schaut, okay, wer bin ich, was will ich? Und das ist so sehr heilsam, wie du sagst, sehr, sehr heilsam. Aber sehr viele Leute, das war für mich auch so ein Komfortzone zu haben, mit Sicherheit von Job und ein eigenes Haus zu haben. Das ist ein Komfortzone. Aber für mich, und ich denke, das ist auch für mehrere Leute so, war es nicht wirklich etwas, was mich glücklich gemacht hat. Aber was man kennt, auch fühlt es vielleicht nicht so gut an, ist noch immer dann komfortabler, als dann rauszugehen aus diesen Komfortzonen. Und dieses Schritt ist groß. Aber die kann man, wie ich schon gesagt, das war für mich auch klar, die kann man nicht hier machen. Die muss wirklich aus deinem Gefühl, das muss wirklich so hochkommen. Das ist mein Wunsch. Möchte das wirklich tun. Sonst geht es auch nicht. Dann bleibt man immer hier. Absolut, im Kopf. Und ja, was ich auch so für mich festgestellt habe, wir stehen jetzt beide auf unterschiedlichen Campingplätzen, nicht weit auseinander. Ich bin zum Beispiel ein Mensch und hey, liebe Leute, falls du jetzt zuhörst, also ich habe jetzt nichts gegen Dauercamper, gegen deutsche Nachbarnkollegen, die den Winter irgendwo verbringen, aber ich stehe sehr viel frei, aber wenn ich am Campingplatz so wie hier, deswegen habe ich das hier auch gewählt, hier sind keine Parzellen, ich habe hier keinen Nachbarn, der nächste steht einige Meter wieder weg. Ich habe meine Ruhe, weil ich einfach in einem Prozess bin und damit kann ich auch mit den anderen Leuten nicht so viel anfangen. Also man hat ein bisschen Smalltalk, aber ich sitze jetzt nicht beim Grillen dabei, beim Bier dabei, weil ich einfach komplett, also weißt du, wie es dir geht, Wilbert, aber mir gehen komplett andere Themen in mir als Ja. bei diesen sogenannten Überwinterern, die halt einfach aus der Kälte fliehen. Die haben ja eine ganz andere Intention ihrer Reise als unsere Reise. Ja, der Grund, warum die Reisen für uns, ist etwas anderes. Ich habe das auch sehr, sehr oft gefühlt, wenn ich dann auf größere Campingplätze in Spanien zum Beispiel war. Ja, sehr viele Leute, die den kalten nordeuropäischen Winter Entfliehen. weg. Ja. Für mich, wie gesagt, ja, es ist eine Reise, aber ich bin nicht das ist keine Ferien oder so etwas. Genau, genau, genau. Aber ab und zu sage ich auch, nö, ich mache mal eine Woche Ferien, dann mache ich wirklich Feriensachen, gehe mal zu Dörfchen und. Aber das mache ich nicht die ganze Zeit. Und dann Leute, die fragen, was machst du denn die ganze Zeit ab und zu? Du hast es auch, da haben wir schon darüber geredet. Ab und zu weiß man überhaupt nicht, was habe ich dann diesen ganzen Tag gemacht, aber das Leben geht auch so einen ruhiger, alles geht langsamer. Und ja, wie gesagt, ich bin dann hier in einem Campingplatz, wo es nicht viel
keine große Perzählen gibt. Ich kann, wenn ich aus meinem Fenster gucke, sehe ich ganz meinen Nachbar schon. Es gibt auch viele Deutsche, ein paar Italiener und Österreicher hier. Im Anfang habe ich auch gedacht, es ist mich zu klein hier. Ja, ich mag, wie du sagst, ich mag das eigentlich auch ein bisschen Raum. Aber doch habe ich entschieden, hier zu bleiben. Aber es ist nun für mich auch wieder fast ein bisschen mehr als 4 Wochen. Ich möchte gerne das kleine Dorf hier verlassen. Ich möchte auch wieder einen Platz haben mit ein bisschen mehr Raum, der nicht komplett voll ist. Das fühlt sich anders an. Für 4 Wochen war es perfekt. Die Leute sind eigentlich sehr, sehr freundlich alle und ab und zu ein bisschen zu quatschen. Aber ich gehe nicht mit in das ganze Soziale, was hier dann auch passiert. Das interessiert mich nicht. Na, wie du richtig sagst, wir beide sind halt keine Urlauber, die jetzt den Winterurlaub hier verbringen oder so, länger oder kürzer. Wir beide sind auch keine klassischen Vanlifer, also wir machen kein Businessmodell draus, ja, sondern Nein. wir sind auf der Reise uns selbst. Ich arbeite zwar, ja, aber ich arbeite ganz normal, als wenn ich halt auch, keine Ahnung, festen Wohnsitz hätte, allerdings halt online mittlerweile, klarerweise, aber. Ich mache jetzt auch kein Geschäftsmodell aus dem Vanlife draus, sondern wir wollen es einfach leben, weil wir uns Nein, selber das ist erleben wollen, wie du sagst, ja. genau. Dieses Soul-Sache. Ja. Gibt es Neue Tage im Moment? Horizonten zu finden. Ey, was? Bitte? Nein, geh mal. Gibt es Tage, Momente, wo du es bereust hast? Ich habe es nie bereut, aber natürlich gibt es auch Tage, ja, wie geht das weiter? Dann gibt es Sorgen. Und aber wirklich bereut? Nie. Aber dass es nicht einfach war und dass ich mal gefragt habe, ist das dann wirklich, was du am Moment glücklich macht, aber es ist auch ein Ideal, dass man dann den ganzen Tag hier glücklich ist. Das geht nicht. Das Leben gibt immer Herausforderungen, da kommen auch wieder neue Sachen. Wenn man so reist und diese Soul Safari macht, da kommen auch neue Herausforderungen, da kommen diese alten Geschichten hoch. Und durchzugehen, um die eigentlich zu durchsehen, zu fühlen, ey, das ist eigentlich nur eine Illusion, aber ich habe das immer geglaubt und ich habe immer aus dieser Geschichte gelebt. Kann sehr peinlich sein. Ich habe, ja, wie man sagt, so diese Schattenarbeit gemacht. Aber weil es viel Zeit gibt, das zu tun. So, war es immer schön? Absolut nicht. War es, aber doch, es war immer gut. Aber wirklich bereut nicht. Aber ja, Okay. komplizierte Momente, dass ich so ein bisschen so, ich weiß eigentlich nicht mehr, wie muss ich dann weiter. Aber da kommt immer wieder ein neuer Tag, neue Energie. Absolut. Im Prinzip, man nimmt sich ja auf diese Reise selber mit. Das heißt, wie du vorher gesagt hast, es gibt Tage, die sind gut, die sind weniger gut, so wie du vorher gesagt hast, auch in Amsterdam geblieben wärst. Man nimmt sich ja selber mit. Aber man hat mehr Freiheit, man hat mehr Selbstbestimmung, man hat mehr Selbstverantwortung und daran wächst man auch ganz einfach. Daran wächst man ganz einfach auch. Wenn man in diese Selbstverantwortung geht, raus aus der Komfortzone. Was ich zum Beispiel merke an mir, obwohl ich älter werde, ja, ich werde auch 60, aber ich fühle mich nicht so. Normal sagt man, wenn man älter wird, man schläft weniger, diese senile Bettflucht. Ich merke, dass ich mehr schlafe. Und habe oft überlegt, warum. Naja, klar, wenn man öfter den Standort wechselt, die Umgebung wechselt, man sucht einen neuen Standort, man muss wieder einen neuen Laden suchen, wenn man Ja. einkaufen geht, man lernt wieder neue Leute kennen. Alles ist neu permanent, wenn man sich immer wieder verändert. Das Genau. ist natürlich, da kommen viel mehr Eindrücke, die das Gehirn verarbeiten muss. Und man merkt, dass man einfach müde ist. Also ich schlafe mehr, aber ich schlafe auch sehr gut, muss ich sagen. Ich meine, ich bin glücklich, dass ich nicht so, wenn ich ins Bett gehe, dass dann mein Gehirn da immer diese Geschichte. Ich kann sehr gut schlafen, aber auch ja, auch wenn es Sorgen gibt, das ist dann für mich ganz wichtig. Aber auch diese Prozesse zu tun, diese, ja, sag mal, dunkle Seite ins Licht zu bringen,
Das kostet auch ganz viel Energie. Absolut. Und dann ab und zu sage ich auch, wie bin ich, ich habe doch noch nicht so viel gemacht heute. Warum bin ich so müde? Weil das ist ganz, ganz intensiv, diese Weg zu gehen zu deiner Essenz, deiner Seele, es anders zu tun. Es ist nicht einfach und es kostet Energie. Es ist auch super schön und ab und zu komplett magisch, dass ich dann denke, wow, ich kann doch überhaupt, konnte ich mich nicht vorstellen, mich so zu fühlen, so zu sein. Vor 3 Jahren hatte ich nie gedacht, ich könnte mein Haus aufgeben. Und das ist nur mein, ich finde, das beste Leben lebe ich nun. Sehr schön. Sehr schön. Das ist auch ein guter Abschluss. Lieber Wilbert, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Alles Gute Ja, fürs danke dir, Roland. Weiterreisen und ich freue mich, wenn wir eine Fortsetzung machen. Alles Liebe. Ja, Ciao, mein Lieber. sicher. Ciao. Absolut. Okay, ciao. Ja, das war Wilbert über den Start, warum er sich auf seine Soul-Safari aufgemacht hat. Wenn das Video gefallen hat, gerne teilen, Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ich sage danke und ja, wenn du Bock hast, mehr zu wissen über Wireless Life Rocks, geh auf die Webseite wirelesslife-rocks.com. Da erfährst du auch mehr über mich. Und wenn du so einen Lebensstil haben möchtest, wenn du Unterstützung brauchst, Planung brauchst, kannst du dich gerne an mich wenden. Wie gesagt, Kontaktdaten hast du unten natürlich in der Beschreibung. Also, bis zum nächsten Mal. Alles, alles Gute, wo immer du steckst. Vielleicht bist du schon unterwegs, vielleicht planst du es zu tun, vielleicht schwebt es nur ein Gedanke, vielleicht bist du gerade im Prozess. Egal, wo du steckst, melde dich einfach. Ich freue mich für Austausch. Alles Liebe. Ciao.